Heute die Situation ist jene, dass bis 18 Uhr 5.000 Personen gekommen sind. Es ist uns bis jetzt gelungen, dass wir bis auf 1.600 Personen aktuell diese alle untergebracht haben in verschiedenen Möglichkeiten, sei es in Graz, sei es in Wels, sei es in Tulln, in Wien. Die Situation ist sicher so, dass nach dem 15. September die Situation und die Lage neu beurteilt werden muss, weil dort an der serbisch-ungarischen Grenze die restriktiven Grenzmaßnahmen von Ungarn greifen werden. Bis dorthin rechnen wir doch mit einem Anstieg der Aufgriffssituation, auch Anstieg gegenüber heute. Ich kann durchaus davon ausgehen und ich glaube, dass es täglich bis zu 5.000, 6.000 sein werden, vielleicht auch 7.000.